Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Es wird heute mal wieder eine kleine Quatschfolge werden, hier mehr oder weniger. Wir spielen heute nebenher den Tavern Brawl, also das heißt, wir werden schon noch ein bisschen was machen. Und der Tavern Brawl ist wieder die gute Swiftcon, die gute Shiftcon natürlich. Die kennt man ja natürlich. Wir kriegen ganz viele von diesen Shiftern da hier, Shifter Zeros auf die Hand und können dann schauen, wie wir spielen. Wir schauen noch ganz kurz, welche Quests wir denn offen haben. Druid Hunter, Priest, Druid Hunter. Das heißt, wir spielen mal Druid oder Hunter. Denke ich tatsächlich mal. So. Fangen an mit dem Druid und schauen einfach mal, was für Schönes bekommen. Ja, über was möchte ich quatschen? Und zwar sollte ja heute eigentlich der zweite Teil von unserem Guide raus, also von meinem Guide rauskommen. Die Problematik ist nur, dass es mir gerade so hart dreckig geht. Ich weiß, ihr hört es vielleicht nicht gerade so, aber bei mir ist hinten der Rachen fühlt sich komplett offen an und das ist richtig widerlich, viel zu reden. Deswegen ist das hier schon mal ganz schön hart am Limit, was ich hier gerade mache, eigentlich mit dem Video hier aufnehmen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist seit gestern, habe ich da halt wirklich sehr, sehr starke Halsschmerzen und alles Mögliche. Deswegen wird dieses Video ein kleines bisschen verzögert. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, hey Scrawler, du hast doch da schon Ewigkeiten dran gearbeitet und alles Mögliche, das müsste doch schon längst fertig sein. Ja, theoretisch ist es fertig, nur das Problem ist, dass ja eine gewisse Regeländerung rausgekommen ist vor kurzer Zeit und das ist halt auch ein kleiner Part, möchte ich mal sagen, hier von diesem Guide. Also gerade hier oh, wir fangen an mit drei Mana, das ist interessant. Also hier gerade ein Teil von. Ah, oh, mein Hals, hey. Wie heißt das Ganze hier nochmal? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wir machen. Könnten Coin-Ding spielen, bringt uns alles nichts. Ein Teil von diesem Video ist halt dieser Stack, wie er mehr oder weniger abläuft. Und da der halt jetzt geändert wurde, dauert es halt tatsächlich ein bisschen länger, weil ich das halt nochmal hier dann neu ersetzen muss und neu vertonen muss, wie das mit dem Stack abläuft. Ist aber halt auch nur ein kleiner Part, den ich halt verändern muss. Das heißt also, ein, zwei Tage, bis halt wieder mein Hals wieder okay ist und dann wird das auf jeden Fall rausgehauen. Es tut mir leid auch für die Verzögerung wirklich. Also es ist mir im Moment halt gerade nicht möglich, das Ganze so zu verändern, was sehr, sehr uncool ist tatsächlich. Er geht auf 8 Rüstung, ist hier eine intelligente Entscheidung. Er hat uns jetzt wieder auf 30 Runde gekloppt, das ist okay. Das war also so eigentlich die Nachricht, die ich hier an dieser Stelle raushauen wollte. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das tatsächlich, dass ich da das jetzt nicht so dass es da nicht so läuft, wie es jetzt im Moment gerade laufen sollte. Vor allen Dingen, dass halt auch gerade so kleine Projekte wie zum Beispiel Gwent oder sowas halt gerade ein bisschen vernachlässigt werden, weil es zeitlich und wie gesagt wegen meinem Hals halt einfach gerade nicht möglich ist. Normalerweise nehme ich halt immer jetzt Donnerstag und Freitag sehr, sehr viel auf. Und es geht halt einfach im Moment nicht. Und das ist sehr, sehr problematisch. So, wir können hier den Mech spielen mit Taunt. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Einfach weil er halt eine Value-Karte schlechthin ist. Wir traden hier weg, haben damit Board Control und das ist halt sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, er hat halt wirklich wenig Karten im Gegensatz zu uns. Ich weiß gar nicht, warum er so wenig Karten hat. Wahrscheinlich, weil er zweimal den normalen Shift des Zeros rausgespielt hat. Das sollte man hier bei der Shiftcon nicht machen. Hero Ability ist okay für uns. Wird jetzt hier wahrscheinlich irgendwie rein. Ne, er wird nicht reinhitten. Zwei Damage will er sich nicht machen, denke ich. Wird wahrscheinlich einfach End Turn setzen, wenn er keine Karte hat, die er jetzt hier theoretisch rausspielt. Weil so einen einzelnen Shift des Zeros rauszuspielen, ist immer nicht optimal, möchte ich mal so behaupten. I know you summon a Battlecry Minion. Die sind halt echt alle ziemlich crabby, deswegen will ich von denen eigentlich keinen rausspielen. Wir gehen hier mal Full Face, machen End Turn, halten die Hand mal und hoffen, dass wir im nächsten Zug irgendwas rausspielen können, was wirklich uns Vorteile bringt. Das Einzige, was hier eigentlich nicht schlecht gewesen wäre, wäre der Tidehunter. Aber selbst der wäre nicht gerade optimal gewesen. Okay, der wird jetzt gleich gebufft, wenn wir einen Dude mehr auf der Hand haben. Twilight Guardian triggert. Hat er noch einen Drachen? Ne, er hat keinen Drachen auf der Hand. Okay. Oh, Bockri. Oh mein Gott, Gastrilla. Gastrilla ist halt echt fett. Komm, wir spielen Gastrilla raus.
machen wir hier Hit, Hit. Er kommt nicht durch. Wir können Gastrilla hier jetzt hart buffen. Das ist schon nicht schlecht. Der Bock Creeper wäre tatsächlich auch ganz cool gewesen, aber ich denke, Gastrilla ist die bessere Wahl an der Stelle. Auf jeden Fall die bessere Wahl. So. Oh, wisst ihr, was mich auch ziemlich aufregt, liebe Leute? Und zwar gibt es ja jetzt diesen, den neuen Hero für den Warlock. Und ich bin ja ein sehr, sehr großer Sammler, auch gerade zum Thema Hearthstone. Und ich will ihn eigentlich unbedingt haben, diesen neuen Hero für den Warlock. Aber es scheint keine Möglichkeit zu geben, wie ich halt an ihn rankommen kann. Das ist sehr, sehr problematisch tatsächlich für mich. Weil ich ihn sehr, sehr gerne spielen würde. Aber es ist mir scheinbar nicht vergönnt, ihn zu spielen. So, wir hitten hier unseren Gastrilla rein, einfach dass Gastrilla sein Damage verdoppelt. Und dann werden wir den Gegner wahrscheinlich in Grund und Boden stampfen jetzt hier. Falls ihr euch fragt, was man für den neuen Warlock-Hero machen muss, man müsste zu einem von diesen Firesides Gatherer gehen, oder wie das heißt. Also hier ist so einem Event, wo halt sich 1000 Leute hinstellen können und dann gegeneinander Hearthstone spielen. Die Problematik ist nur, dass die Chance halt, sowas zu finden in seiner Nähe, gerade bei uns hier im Süden von Deutschland, ist sehr, sehr gering. Tatsächlich, das ist ein bisschen problematisch. Bei uns ist es halt gerade in Stuttgart direkt wäre eins, aber das ist halt auch von mir aus ein ganzes Stückchen weit weg. Und bis ich dort wäre, zu dem Zeitpunkt, weiß ich halt auch nicht tatsächlich, ob das so optimal wäre. Wie können wir denn hier was machen? Wir hätten Bolf war noch. Ne, Bolf ist das. Bolf. Machen wir hier nochmal einen Hit. Und wenn er jetzt nicht removen kann, dann kriegt er die doppelte Power von unserem Gastrilla hier reingehauen. Sie ist eigentlich vom Prinzip her gar nicht schlecht, wenn man Spell Damage Minion spielt. Ich meine, sie ist dann theoretisch 3 Mana 6-4. Das ist schon ganz schön stark, aber irgendwie wurde sie nie irgendwie ins Spiel gebracht. Wow. Das ist natürlich nicht schlecht, aber es würde ihm halt auch nichts mehr nutzen, außer zieht jetzt einen fetten Taunt raus. Oh wow, es zieht ein Schiff des Zeros raus. Warum war mir das fast schon klar? Ah, hier sind auch die Wild-Sachen drin. Ist sie inzwischen im Wild drin? Müssen mal gucken, ob sie inzwischen im Wild drin ist, weil ansonsten wäre sie vielleicht eine ganz nette Karte mal so in so einem kleinen Spell-Damage-Deck, so mal so Maligos-mäßig mal. So, aber unser Pack haben wir auf jeden Fall schon mal safe. Machen jetzt noch eine Runde. Haben ja jetzt hier ein Game mit dem Druid oder mit dem Hunter gewonnen. Das heißt, wir bräuchten noch 2. Vielleicht schaffen wir das tatsächlich noch. Ich denke tatsächlich, in der Shiftcon kann man sehr, sehr gut seine Quests erfüllen. Und ich muss mir jetzt mal ganz kurz die Nase putzen. So, da bin ich wieder. Das ist jetzt ziemlich dumm gelaufen tatsächlich mit der Grippe, möchte ich mal sagen. Oder was es auch immer ist hier mit den Halsschmerzen und so. Das ist wirklich sehr, sehr suboptimal. Ich hoffe tatsächlich, dass sie bis Sonntag wieder weg ist. Aber ich denke, dass es eigentlich relativ gut gehen wird. Ich werde jetzt die nächsten 2 Tage erstmal ein bisschen die Füße hochlegen und entspannen. Was wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Entscheidung ist an der Stelle. Und dann gucken wir mal, wie das weiterlaufen wird. Ich denke tatsächlich, dass die Starthand hier relativ gut ist mit Snipe auf der Starthand und einem Shift to Zeros und 2 Shift to Zeros, weil wir können dann direkt Snipe rausspielen und egal was er halt spielt, wird auf jeden Fall erstmal weggehauen. Oder wir spielen direkt einen 4-2er raus. Ich glaube tatsächlich, dass der 4-2er sehr, sehr stark ist. Stell dich mal vor, wir hätten jetzt schon ein Minion mit Spell Damage irgendwie auf dem Board. Dann wäre das einfach mal eine 6-4er-Kreatur. Das ist schon ganz schön krass, muss ich sagen. Nur ich weiß nicht, woher sie ist. Ist sie aus dem Classic Pack? Ah, das ist nicht cool. Kann das hier einfach wegtrainen. Vor allen Dingen hat sie auch ein sehr, sehr cooles Voice-Over, muss ich sagen, ja. Gefällt mir. Ja. Gucken wir mal. Coin, macht er den Hit? Oh, Tentacles. Ja, gut, ein 4-9er ist, ja.
Kann man mal machen, möchte ich so sagen. Jetzt haben wir hier zwei. Wir holen uns mal hier einen schönen Crystal. Forgotten Torch, oder? Oder Pterodex. Ne, ich glaube, Pterodex ist hier vielleicht die bessere Wahl. Preservitude könnten wir auch was Cooles rausziehen. Ich meine, wir könnten dann die 4-2er nochmal rausziehen. Ne, ne, wir nehmen den Pterodex. Das ist okay. Und gehen jetzt hier mal ordentlich face. Wenn er einen Minion rausspielt, wird ihm erstmal 4 Schaden zugefügt. Das ist in Ordnung, denke ich. Oh, fuck. Okay, das ist dumm gelaufen jetzt tatsächlich. Ah, ja, das ist nicht optimal. Er hätte das nicht mal überlebt, Leute. Gell? Er hätte das nicht mal überlebt. Spiel noch den Puddle Stomper raus. Hero Ability. Hit. Hat er gerade gesagt, where am I? What the fuck, einfach nur. Das ist halt krass, wenn man auch mal hört, was die anderen Karten hier teilweise sagen. Weil man kennt eigentlich meistens nur die Karten, die man tatsächlich spielt vom Voice-Over. Halt so von den Soundeffekten mehr oder weniger, möchte ich mal sagen. Und das ist halt schon nochmal ein guter Unterschied. Ich würde an seiner Stelle würde ich tatsächlich den 4-1er healen. Weil es mehr bringt. Das war wirklich lucky, dass er den hier rausgekriegt hat. Oh, Life Leech. Das gefällt mir nicht. Ja, tradet er hier full. Call of the Wild. Oh mein Gott, das ist eine sehr, sehr gute Karte. Pterodex, Hero Ability and Turn. Das Problem ist, wir müssen 2 Runden warten auf Call of the Wild. Und so lange kann er sich halt jetzt 6 Leben pro Zug machen über seine Hero Ability und den 4-4er-Dude, der sich immer wieder heilt. Das ist schon ganz schön stark, muss ich sagen. Besonders er kann halt noch zusätzlich was für 5 Mana rausspielen. Ich denke, Kartenvorteil ist in diesem Matchup, also hier gerade im Tavern Brawl, extrem wichtig. Da kommt der Hit, er hielt sich um 4 Hero Ability. Hat vielleicht hoffentlich keinen. Er hat wirklich keinen guten Shift to Zeros gerade dabei, das ist nicht schlecht. Gut, Maligus bringt uns hier an der Stelle gar nichts. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, aber da können wir leider nichts machen. Battlecry, Dude. Okay, Battlecry, er schießt uns 2 Schaden damit. Ah ne, ist doch Battlecry, das Discover, gell? Ah, Mann. Ja, ist aber okay. Ist aber okay, wir können da auf jeden Fall noch weitere Sachen machen. Okay, da kommt der Hit von dem 2er, von dem 2-6er, dann wird er mit dem Bring It On. Ah, dummerweise triggert das nicht dauerhaft, oder? Doch, es triggert dauerhaft. Oh mein Gott, ist das stark. Oh mein Gott, ist das stark, Leute. Das ist halt echt cool. Mann, den Dude mal weg. Zwei Shifter Zeros hat er mir damit gebufft. Hat sich 10 Armor damit geholt. Hat er einen Drachen? Er hat tatsächlich einen Drachen. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, das Gute ist, er kommt hier nicht durch. Okay, er hat einen Buff. Oh, come on. Okay, er kommt durch. Unlucky. Unlucky. Okay, den Prinz will ich auf jeden Fall mal behalten. Jetzt mal gucken, was er macht. Wenn er hier... Er muss erstmal durch meinen Taunt durchkommen. Und das ist ja, wenn ich immer face-attacked werde, oder? When your hero is attacked. Okay. Hey. Gerade großer Vorteil auf jeden Fall auf der Seite des Priests. Von den Karten her stehen wir gleich. Oh mein Gott, der hat auch noch den Pilot der Treader dabei. Oh Mann, das ist absolut... Scheiße. Das ist richtig schlecht eigentlich. Eieiei. Das Gute ist, er macht uns 6 Rüstung. Egal wie er hittet. Play, Hero Ability and Turn. So, damit machen wir uns jetzt ein bisschen Value. Wir healen uns wieder um 4. Das ist okay.
Er würde jetzt hier Hit-Hit setzen wahrscheinlich, also die Trade setzen. Wenn er jetzt halt nochmal so einen Dude hat, von wegen übernehme die Kontrolle über ein Secret oder zerstöre alle Secrets, dann wäre das ganz schön, ja, uncool, möchte ich mal sagen. Aber es ist eigentlich jetzt schon fast ein Save-A-Win für ihn. Oh, wow. Malorn ist halt auch nochmal Value, Leute. Ja, er geht hier Face. Ja, da wird die Explosive Trap triggern. Das heißt, wir kriegen schon mal 2 Damage weniger. Das ist auf jeden Fall nicht das Schlechteste. Aber er geht hier Full Face. Er möchte nicht, dass wir hier unsere Dudes rein. Dass wir unsere Dudes kriegen. Oh, der Death Rattle Trigger. Das ist nicht schlecht. So, entschuldigt die Unterbrechung gerade, ich musste gerade noch was reden. Das ist natürlich unlucky, dass wir jetzt hier keinen kleineren Minion rausgezogen haben. Okay, der ist okay. Und vor allen Dingen kein Secret mehr rausgezogen haben. Das ist halt. Oh, wow. Lucky Boy, hey. Lucky, lucky, lucky Boy. Guckt euch das mal an, weil wenn er jetzt mit Malorn tradet, triggert der Death Rattle 2-mal und damit zieht er sich 2-mal den Malorn hier ins Deck rein. Das ist stark, Leute. Das ist sehr, sehr stark. Aber er tradet nicht mit Malorn. Möchte ihn lieber auf dem Board behalten. Kann er dann mein Board rippen? Tatsächlich hittet er hier. Wir können jetzt hier Tyrant spielen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das was bringt, hier Tyrant zu spielen, weil eigentlich sind wir jetzt tot, so gut wie. Das Gute ist nur, dass er kein Spell oder sonst was irgendwie auf Tyrantus drauf spielen kann. Das ist auf jeden Fall nicht das größte Problem. Oh, was? Elise auch noch? Oh mein Gott, was hat der für ein Glück, was er hier aus den Shift des Zeros rauskriegt. Alter Schalter. Ja, er geht hier natürlich. Ah ne, er geht nicht Full Face. Er will natürlich die Death Rattles sich aufbehalten. Wir sind nächste Runde auf jeden Fall tot, Leute. Das ist schade gewesen. Dieses Spiel haben wir leider vertan. Aber war trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich denke tatsächlich, dass es halt einfach. Die Shift-Con ist einfach der absolute Random-Faktor hier an der Stelle. Und ja, im ersten Spiel hat es sehr, sehr gut geklappt. Im zweiten Spiel jetzt eher weniger. Aber das Gute ist, wir können jetzt auch ein Pack aufmachen. Und zwar ein Legendary Pack, bitte. Na, wenigstens ein Rare. Komm, hier, zack, Golden Rare. Nee, leider auch nicht. Aber dafür sehr, sehr schöne Karten. Ich bedanke mich hier mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich will mich hier nochmal an der Stelle ganz kurz entschuldigen dafür, dass es halt jetzt ein bisschen zu diesen Ausfällen kommen wird hier tatsächlich. Bitte nehmt es mir nicht übel, aber das ist halt krankheitsbedingt einfach gerade nicht möglich. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich für euer Verständnis. Hätte gesagt, bis zum nächsten Mal dann. Und es wird auf jeden Fall weitergehen mit dem Guide, spätestens am Montag. Haut rein, bis denn dann. Tschüss.